Hallo, da habe ich ein altes Video auf der Platte entdeckt, von dem es bisher nur eine Vorschau gab bei YouTube. Darum jetzt hier in voller Länge. Es ist ein ganz einfaches Bild, für jeden Anfänger geeignet und das werde ich jetzt so ein bisschen kommentieren. Also mit dem Schwamm weiß wird jetzt einfach ein bisschen getupft, wie man sieht. Dazu werden mehrere Farben verwendet, weil das wird jetzt nur ein Hintergrund, also so eine Struktur angelegt praktisch. Das ist so die einfachste Art, um schnell Strukturen anzulegen, die ungleichmäßig sind. Die Strukturen kann man dann mit der Airbrush-Pistole einfärben, je nachdem, wofür sie gedacht sind. Das wird der Hintergrund für einen Planeten. Wird dann einfach bis zum Ende vom Bild mit einem runden Gegenstand abgedeckt. In dem Fall war es einfach so ein kleines Gläschen. So, und dann fangen wir schon mit dem Hintergrund an, also praktisch ja der Himmel. Also da habe ich jetzt zuerst so das, was von dem getupften Überstand erstmal dunkel gemacht, damit man das nachher nicht sieht. Hier wird ein heller Schein angelegt um den Planeten herum, ein bisschen ein paar Wölkchen gespritzt. Für den Hintergrund habe ich da eine 03er Düse benutzt. Verwendet werden hier wasserverdünnbare Airbrush-Farben. Also diese kleinen Fläschchen, die sind von Holbein. Was man noch dazu benötigt, ist ein bisschen Papier für abgerissene Kanten. Dazu noch eine Haarschablone, die habe ich in einem anderen Video. Zeige ich die ganz gerne mal. So, da habe ich jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eine Spritzpistole mit einer 02er Düse, also ein bisschen feiner. Da werden die hellen Stellen blau eingefärbt. Das ist so ein transparentes Blau. Es wird also ganz locker aus dem Handgelenk gesprüht. Es muss also noch nicht so ganz genau sein. Da wird jetzt so ein bisschen Hintergrund noch angelegt, wo später Wasser hin soll. Wird jetzt noch mit Blau wieder eingefärbt. Auch transparent. Jetzt werden so ein paar Wasserreflexe mittels einer Haarschablone angelegt. Das ist die einfachste Art und geht re recht schnell. Jetzt geht man mit der Pistole ein bisschen näher ran, wie man sieht. Jetzt kommt so eine abgerissene Papierkante zum Einsatz.
wird praktisch das Helle simuliert. Wo zum Hintergrund ist. Also oberhalb der Wasseroberfläche. Es wird noch ein bisschen abgedunkelt. Das ist jetzt auch eine Pistole, auch mit einer 0,2er Düse. Da wird jetzt dünne Farbe so verdichtet, dass sie auseinanderperlt. So kann man ganz schnell Pflanzen simulieren, also die Farbe, die fängt dann ja das Perlen an, wenn sie recht dünn ist, und dann kann man die so vor sich hertreiben mittels Luftdruck. Da war mal wieder die Düse verstopft vom Mais, beziehungsweise da werden noch so Sprenkel aufgebracht, indem man einfach den Gummischlauch abknickt. Jetzt werden die Stellen abgedunkelt, wo ich vorher mit dem Weiß rumgesprüht habe, also wo praktisch diese Ausläufer losgingen, damit man das hinterher nicht so sieht. So, jetzt werden noch so Strukturen angelegt. Dazu nimmt man einen alten, recht harten Pinsel. Wird dann einfach ein bisschen Farbe gestupft. Das ist so eine Technik, wo früher auch Maler ganz gerne verwendet haben, also bei Ölgemälden. Also gerade so die Impressionisten, kennt man viele Bilder, wo dann praktisch wie so Blumen oder wie auch immer, das ist eigentlich, wenn man genau hinsieht, ist es nur gestupfte Farbe. Da kann man mit so alten ausgedienten Pinseln ganz nette Strukturen anlegen. Die können ruhig so stellenweise ein bisschen hart sein oder eingetrocknet sein, das macht nichts, es gibt dann ganz interessante Effekte. Muss man einfach mal ausprobieren. In einem anderen Video habe ich ja mit so einem Pinsel dann auch Holzstrukturen angelegt oder ähnliches. Also manchmal sollte man die alten Dinger nicht wegschmeißen, sondern einfach raufheben. Wird dann mit verschiedenen Farben, jetzt gerade ist es so ein Grün, wird dann gestupft. Es gibt dann so ein bisschen Laub. Die Farbe, die ist auch nicht deckend, dadurch
sind die Strukturen da unten drunter dann teilweise auch noch sichtbar. Ich mach mal unten rum noch so ein bisschen. Jetzt wird da noch so mit einem Pinsel ein bisschen weiß, so hauchdünn mit so einem Liner, einfach ein paar Äste eingezeichnet. Die kann man dann später auch noch mit der Airbrush-Pistole einfärben. So ganz locker aus dem Handgelenk. Kann man auch noch so ein paar Highlights setzen. Dann über die Äste wird dann auch noch mal so leicht mit dem Pinsel so Struktur gestupft, damit die nicht nur einfach im Vordergrund liegen. So, jetzt Glas weg, jetzt sieht man auch ganz schön den Planeten da. Es wird noch so leicht ein Schatten angelegt. Wird auf der Wasseroberfläche noch so ein paar Highlights. Ein paar Sternchen gespritzt. Also da, das ist jetzt auch eine 02er Düse drin und die Nadelkappe vorne ist weg, also man muss dann schon aufpassen, dass man mit der Nadel nicht zu dicht ans Objekt kommt, sonst ist die nämlich krumm. Jetzt wird dann die Haarschablone nochmal eingesetzt, ein paar Reflexionen gemalt. Dann noch so ein bisschen ausgearbeitet mit ein bisschen dunkleren Grün. Dann ist das Bild auch schon fast fertig. Da das Video praktisch in voller Länge war, also ohne jetzt irgendwelche Wartezeiten rauszuschneiden, dann kann man nachher sehen, wie schnell das zu machen ist. Und dabei wurde dann jetzt auch noch relativ langsam gearbeitet. Ich meine, klar, die Wartezeiten zum Abtrocknen der Farbe, die muss man natürlich schon beachten. Aber ansonsten geht sowas natürlich ziemlich flott.
So, und jetzt sieht man schon, wie es fertig aussieht. Ist doch ganz nett geworden. Nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Fertig ist wieder ein nettes Bildchen.